a dream that someday I would just fly, fly away. And I always knew I couldn't stay, so I had a dream that I'd just fly away, away. So ein Urlaub geht doch einfach viel zu schnell immer wieder vorbei. Ja, man hat die ganzen Wochen vorher schon geplant, ellenlang die Koffer gepackt. Und da ist es wichtig, dass Sie das Richtige in Ihren Reisekoffer für unterwegs einpacken, sodass Sie im Nachhinein, auch nach dem Urlaub, die Erinnerungen auch bewahren können und immer wieder anschauen können. Was Sie alles in Ihren Reisekoffer einpacken sollten, das haben wir in diese Sendung gebracht. Da geht es nicht nur um Fotos, sondern auch darum, bestens vorbereitet zu sein im Gespräch mit den einheimischen Leuten. Gerade wenn sie mal in Länder unterwegs sind, wo man nicht so häufig hinkommt, wo man eben nicht die Landessprache sprechen kann. Aber wir kommen erstmal zu den Erinnerungsfotos. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Sie die festhalten können. Und eine Kamera haben wir Ihnen mitgebracht, die ist niegelnagelneu. Und ich sehe die ganze Zeit die Männer nur mit dieser Kamera rumrennen. Du hast auch schon Fotos damit gemacht, ne? Selbstverständlich. In Full-HD-Qualität übrigens. Also wirklich brillant vom Ergebnis her, wenn du sie dann später auf dem Rechner, auf deinem Handy oder sonst irgendwo anschauen möchtest. Aber wir wollen doch spontane Urlaubserlebnisse haben, oder? Das heißt, wir sind jetzt hier im Urlaub. Danach fliegst du in die eine Richtung, ich fliege in die andere Richtung. Das heißt, man möchte ja schon irgendwo eine schöne Erinnerung haben, wo man ganz einfach mal ins Portemonnaie sagt, weißt du noch, war das schön? Wollen wir mal eine kreieren? Oh ja. Ja, pass auf. Sag mal wie. Dann machen wir mal eine. So. So, Moment. Und das Schöne ist, jetzt werden wir im Hintergrund das Meer, das kriegen wir gleich auch noch hin, warte. Im Und jetzt werde ich dir mal eine schöne Urlaubserinnerung. Ui. Direkt gedruckt. Direkt zum mit Mitnehmen. Der Kamera, Zack. Ohne extra Drucker. Das kam so. Hier raus. Das ist ja so super, auch mal unabhängig vom Urlaub. Ich komme ja gerade erst vom letzten Wochenende von der Hochzeit zurück. Ja. Da haben die Sofortbildkameras auch ausliegen gehabt auf den Tischen. Das war natürlich super, weil jeder Gast kann da seine eigenen Erinnerungen schaffen. Aber so kannst du es natürlich auch wunderbar nicht nur im Geldbeutel mitnehmen, ja, sondern auch mal einkleben, schon im Urlaub ein Fotoalbum machen und nicht erst danach, Monate später, denken, ach, ich müsste ja eigentlich mal die Fotos vom Urlaub in ein Album einkleben. Wo ist das noch? Ich bin bei Position 12.000, ich habe aber noch 30.000 Bilder vor mir. Sie kennen das, auf dem Smartphone versucht man immer so möglichst viele Erinnerungen festzuhalten, ist vielleicht auch für den einen oder anderen eine durchaus passable Lösung. Aber ich glaube, so eine richtig schöne Urlaubserinnerung in Papierform ist eine schöne Angelegenheit. Das jetzt hier im sogenannten Thermodruck für ungefähr... Lass es 2 Cent sein pro Druck, die dich das Ganze kostet. Wir kennen alle diese Sofortbildkameras aus den 80er, 90er Jahren. Natürlich hatten meine Eltern auch eine. Da mussten immer so Kassetten rein. Ich glaube, so ein Foto hat damals umgerechnet 2 oder 3 Mark oder was gekostet. War natürlich sehr beliebt. Sie wissen das, kam vorne raus. Dann musste man immer wedeln, pusten und dann erstmal hinlegen. Eine Viertelstunde später hatte man das Ergebnis. Habe ich auch noch ein paar in irgendeiner Kiste. Das hier eine wesentlich schnellere Geschichte, weil Sie hier eine Thermorolle mit drin haben. Ähnlich wie bei einem Kassenzettel auch, werden hier die Fotos in Schwarz-Weiß ausgedruckt, sodass Sie die direkt weitergeben können. Gespeichert werden sie natürlich in Full-HD-Qualität und in Farbe. Reden wir kurz über die Bedienung. Und das ist natürlich auch etwas, was so ein bisschen kindlich dargestellt wurde. Und deswegen behaupte ich mal, ist das auch eine ideale Kamera, die du gerne mal einem Kind in die Hand drücken kannst. Oh ja. Ob ich jetzt ein 800, 900 Euro teures Smartphone einem 8-Jährigen in die Hand drücken würde. Hör mal, geh doch mal da vorne hin und mach mal ein paar schöne Fotos von uns. Ja, weiß ich nicht unbedingt. So eine Spiegelreflexkamera kann noch teurer werden. Auch das entscheiden Sie bitte selber. Das ist eine ideale Kamera auch für Kinder, weil das Ganze hier sehr kindlich gemacht ist. Und Sie haben natürlich nicht nur die Kamerafunktion, Sie haben auch noch Spiele mit dabei. Sie können Ihre eigene Musik drauf abspielen und so weiter. Das ist ideal. Wenn die Kinder vielleicht auch mal auf einer langen Flugreise sowas oder mal langweilig irgendwie beim Essen abends dann sitzen, dann können die ihren Spaß damit machen, die Fotos untereinander austauschen und richtig viel Spaß haben. Wir sehen das hier und ich mache noch mal ganz schnell ein Bild, indem ich hier ganz einfach auf OK gehe und schon öffnet sich quasi hier die Kamerafunktion, damit Sie sehen können, was Sie denn eigentlich fotografieren. Haben Sie natürlich hier ein entsprechendes Display, mit dem man hervorragend das Bild ausrichten kann. Und genau das werde ich jetzt mal tun, aber einfach nur noch ein normales, schnödes Foto zu haben, ist mir fast ein bisschen zu langweilig. Wir machen jetzt mal Folgendes.
Such mir mal den passenden Effekt raus. Effekt? Und das habe ich. Nee, mach mal ohne. Ja, ich komme mal gleich mal auf den Steg vor. Sekunde. Pass auf, dann komme ich mal nach vorne. Jetzt machen wir was ganz Besonderes. Ich glaube, das kennst du nämlich noch gar nicht. Nee. So, Sekunde. Jetzt gucke ich mal, dass ich ihn richtig. Ich brauche dich mal ganz ruhig. So, pass auf, jetzt machen wir mal einen. Haben wir das? Sehen wir das? Jetzt bin ich gespannt. Pass auf, so. Prompt. Warte, Drucke. Es kommt direkt hier vorne raus. Warte, das soll eine Überraschung werden. Zack. So, wir hätten hier 100 Rebecca. 100 Rebecca! Ich wollte schon immer mal so berühmt sein, dass ich auf einen Geldschein gedruckt werde mit meinem Gesicht. Ist ja witzig. Ist das eine coole Angelegenheit. Du hast verschiedenste Effekte mit dabei. Du kannst verschiedene Rahmen mit reinmachen. Du kannst verschiedene Farbeinstellungen und so weiter wählen. Das Bild, was ich gerade von dir gemacht habe, ist natürlich auch noch gespeichert. Das heißt, wir kommen jederzeit an das Bild wieder dran und können es natürlich auch gerne mehrmals ausdrucken. Aber ist das nicht eine coole Angelegenheit? Ja. Ich habe noch mal ein sehr schönes. Guck mal, ich suche mal den Effekt raus. Ich wollte gerade sagen, am liebsten will ich jetzt mir die ganzen Effekte auch noch anschauen. Das ist ja super spannend. Den wollte ich machen. Warte mal, okay, nochmal. Ich mach nochmal einen mit Hintergrund. Moment. Mhm. So. Hier mit der schönen Strandbar. Warte. So, mit der Strandbar. Mhm. Soll ich jetzt nicht bewegen? Mhm. So, pass auf, Achtung. So. Schau mal hier. Und so ist das natürlich ein ideales Highlight für Kinder. Jetzt pass mal auf. Also wenn ich Ihnen gleich den Effekt zeige. Hat ein bisschen was Gemeines im Hintergrund. Achtung. Wie schnell das geht. Guck mal hier. Wie schnell das geht. Rebecca als Hex. Können Sie sich jetzt vorstellen, da sitzen die Erwachsenen, reden langweilig über den nächsten Ausflug, über das da oder sonst was. Sondern haben Sie 3 Meter weiter ist der Kindertisch. So, und denen ist langweilig. Die haben gegessen, die haben ihre Chicken Nuggets oder ihre Spaghetti Bolognese, haben die gegessen. Und jetzt ist denen langweilig. Ja, so, und jetzt wollen die irgendwas Spektakuläres machen. Dann drückst du denen ein Paket Buntstifte in die Hand und diese Kamera. Dann können die ihre Bilder machen. Sie können also alles Mögliche fotografieren. Sie können die Drucke so lassen, tolle Erinnerungsbilder von und die anschließend vielleicht auch noch ausmalen. Ich glaube, sie werden die Kinder in den nächsten 3 bis 4 Stunden weder sehen, noch hören, wobei, wenn sie Kinder nicht hören, ist meistens irgendwas im Busch. Ja, das sage ich gleich dazu. Also für Kinder eine ideale Kamera, klar, für Erwachsene natürlich auch, weil die Aufnahmen werden natürlich hier in Farbe, in Full HD-Qualität auf der Speicherkarte gespeichert. Wenn sie eine einlegen, werden wir Ihnen gleich auch noch eine passende zu zeigen. Aber ich behaupte mal, für den Preis jetzt hier, und wir reden von ungefähr 45 Euro sowas um den Dreh, werden Sie hier eine tolle Kamera haben, speziell für die Kinder. Ist das mit dem Geldschein nicht eine coole Angelegenheit? Ich finde das so super. Also die Kamera ist nicht nur für Kinder ein Spaß, aber gerade für Kinder natürlich auch im Urlaub super schön, damit die wie die Großen auch fotografieren dürfen. Und wir haben hier die Thermorollen, die wir natürlich auch Ihnen nochmal zum TV-Sonderpreis anbieten wollen, damit der Spaß auch unbegrenzt ist im nächsten Urlaub und da nicht die Trauer groß ist, wenn die Fotos nicht direkt ausgedruckt werden können. Da kommt ja richtig viel bei rum. 4 Rollen haben wir hier? Also 3 Rollen sind grundsätzlich im Basispaket mit enthalten. Das Gerät ist übrigens akkubetrieben, hält also für viele Fotos. Und das Ganze natürlich dann auch zum Nachrüsten mit einem 4er-Pack. Thermorollen liegen bei 6 Euro ungrad. Ich bitte Sie, da packen Sie sich doch bitte nochmal ein schönes Paket mit ein. Denn wenn Sie einmal damit angefangen haben oder die Kinder einmal damit angefangen haben, schwöre ich Ihnen, ist die Hölle auf Erden los, wenn Sie auf einmal keine Thermorolle mehr haben und die Fotos nicht mehr gemacht werden können. Also im besten Fall gleich Zubehör dazu bestellen für ein paar Euro 50, dann haben Sie mal Spaß satt und die Kinder ebenfalls. Ich glaube, das wird ein richtig tolles Erlebnis, was du so schnell nicht mehr vergisst. Nee, definitiv nicht. Also ich bin immer wieder begeistert, was wir für Dinge im Sortiment haben. Hier diese Thermopapierrollen gibt es zur Kamera dazu mit der ZX7570 und der 569. Natürlich gibt es da auch die Speicherkarte passend dazu, weil das finde ich das Schöne, dass wir eben nicht nur diese Ausdrucke haben, sondern auch die Fotos speichern können und tatsächlich nochmal auf dem Computer rüberziehen. Das sind schöne Erinnerungen. Ja, Sie können das Ganze also auch ohne Speicherkarte machen. Dann haben Sie eben nur diese Drucke. Wenn Sie die Fotos aber auch speichern wollen, dann für später auf dem Computer. Das sind genauso Urlaubserinnerungen wie die von Ihrer Digitalkamera oder von anderen Fotomöglichkeiten. Dann bestellen Sie die Speicherkarte bitte noch mit dazu. Ist eine Class 10 mit 32 GB. Perfekt ausgerichtet, also speziell für diese Kamera. Ist aber auch nutzbar für andere Elektronik.
optische Geräte, beispielsweise auch mal für einen Camcorder, Dashcam und so weiter. Aber eine tolle Ergänzung speziell zu unserer neuen Sofortbildkamera, die übrigens sehr, sehr stark im Trend ist. Also die ist sehr stark nachgefragt und ich weiß auch warum. Ja auf jeden Fall. Also das ist wirklich der Hit und zum TV-Sonderpreis erst recht. Die PX9965 und die 569 ist die Bestellnummer für die Speicherkarte. Und jetzt kommen wir mal zu den Kameras oder der Kamera wirklich für die Großen. Ich weiß noch, wie ich meine erste große Reise vor mir hatte. Das war in der Reisevorbereitung schon ein Riesen-Highlight. Ich wollte natürlich für meinen Austausch in den USA, ich glaube, das waren 3 Wochen, wollte ich perfekt vorbereitet sein. Meine Eltern haben da mitgedacht und haben mir dann meine erste Digicam bestellt und zu Weihnachten geschenkt damals noch. Und das sind Fotos, die liebe ich bis heute noch. Ja, also das sind einfach Erinnerungen, die kann man so richtig schön noch mal aufleben lassen, auch wenn dieser Moment schon lange vergangen ist. Sie kennen das selber, wenn Sie durch Fotobücher durchblättern oder sich mal in der Diashow Ihres Computers, wenn er in den Ruhemodus beispielsweise geht, verlieren. Das sind einfach Erinnerungen, die sind unheimlich wertvoll, auch wenn man sie später dann mal den Kindern oder Enkelkindern zeigen kann. Und da haben wir eine Kamera, die nicht nur super ist, was die Ergebnisse angeht, sondern auch in der Handhabung total genial ist, weil die Kamera so super kompakt daherkommt, ohne dass wir auf Qualität verzichten müssen. Schau dir das mal an, eine kleine, kompakte Digitalkamera mit 4K-Auflösung. Das, was auch die Kameras hier bei uns im Studio können, kann dieses kleine Gerätchen hier natürlich auch. Die maximale Auflösung wahrscheinlich auch von Ihrem Flachbildfernseher im Wohnzimmer, Ihr 4K-Smart-TV. UHD-Fernsehgerät hat die gleiche Auflösung wie diese Kamera. Ich gehe nur mal davon aus, dass Sie für Ihren Fernseher wahrscheinlich deutlich mehr als knapp 48 Euro bezahlt haben. Eine schöne Kamera, knapp 180 Gramm, ungefähr so viel wie eine Tasse Cappuccino, meins beim Frühstück oder sowas. Also wirklich klein und handlich, passt in jede Hosentasche und ist perfekt zum schöne Fotos machen. Sie sehen hier die Einstellungsmöglichkeiten. Sie können Fotos machen, Sie können Videos machen, sich die Fotos natürlich auch direkt anschauen. Sie haben hier also auch die Auflistung der entsprechenden Effekte, wenn Sie welche wollen. Sie können das Ganze aber auch gerne ausschalten, wenn Sie ganz gerne das Bild pur haben möchten. Und mal eben schnell ein Foto geschossen oder mal eben schnell ein kurzes Video gedreht, ist damit überhaupt kein Problem. Und genau dafür komme ich jetzt noch mal vor die Theke und mache noch mal ein paar schöne Urlaubserinnerungen von Rebecca. Und dann schauen wir uns das Ganze mal an mit einem schönen Hintergrund. Was haben wir denn da alles? Oh ja, mit Sonnenschirm und mit Palmen im Hintergrund. Pass auf. Und so. Hier. Genau. Pass auf, Moment. Hier. Ah, jetzt wird es komplett jetzt, das Bild. Jetzt, ja, Moment. Achtung. Das wird ein wunderschönes Foto. Sehr schön, sehr schön. Bleib so. Zack, 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 zack. Nochmal eins hochkant. Mhm. Nochmal eins für die Presse, eins für die Wild und Hund. Vielen Dank. Zack, so. Und jetzt gucken wir uns die Bilder natürlich auch direkt mal an, um mal zu schauen, ob sie was geworden sind. Dafür ganz einfach nach unten schalten. So, na, wo sind sie? Komm her. So, Moment. So, und dann können sich die Bilder natürlich auch direkt anschauen. Das ist natürlich ein ganz entscheidender Faktor und das geht natürlich in absoluter Perfektion, weil man natürlich auch mal in den Bildern selber mal reinzoomen kann. Man kann jetzt einzelne Bildelemente, wenn du jetzt sagst, da ist ein hässlicher Turm im Hintergrund oder sowas alles, nehmen Sie den ganz einfach raus, zoomen Sie ein bisschen rein, bearbeiten Sie das Bild vielleicht mit den Farben oder wie auch immer oder lassen Sie es einfach so, wie es ist. Das wären jetzt schon mal schöne Bilder, die man beispielsweise auch mal sehr schön als Hintergrund ganz einfach verwenden könnte, beispielsweise mal hier für deinen WhatsApp-Kontakt oder für deinen WhatsApp-Status. Schau mal hier. Oh ja, das ist cool. Das ist mal ein cooles Urlaubsfoto jetzt. Aber das finde ich schön, guck mal, dass der Bildschirm auch so groß ist, ne, dass du es direkt sehen kannst. Ja, ich meine, ich bin ja auch immer kritisch, wenn andere Menschen Fotos von mir machen. Da will ich das schon immer noch mal sehen. Aber das sieht gut aus, das ist gelungen. Das ist schön gemacht. Haben Sie gesehen? Ich bin mal kurz reingezoomt, aber so das Wesentliche rausgesucht, den Hintergrund ein bisschen verfeinert oder wie auch immer. Das Ganze geht natürlich auch mit Effekten und vor allen Dingen das in einer brillanten Auflösung. Und so macht das Spaß. Ich habe aber noch 2, 3 andere von dir gemacht. Wo haben wir die? Ja, das ist auch schön.
Das finde ich fast noch 30 fürs Fotoalbum. Guck mal hier, Moment. So, guck mal hier. Die sind auch schön. Mhm. Die sind auch schön. Oh geworden. Ja, das Meer ja. Im Hintergrund. Ja. Mhm. Wissen Sie, das sind wunderschöne Erinnerungen. Das Meer im Hintergrund, die tollen Farben ganz einfach mit dazu. Also mal, natürlich kann man sowas auch immer mal eben schnell mit dem Handy machen. Jetzt sind Sie am Strand unterwegs. Sie haben da das Salzwasser, die haben den Sand, Sie haben die Sonnencreme in der Hand und Sie haben da ein sündhaft teures Smartphone. Was natürlich auch Begehrlichkeiten weckt. Also ich möchte da nicht unbedingt in einem Ballungsraumzentrum sein mit dem Handy in der Hosentasche. Jeder Zweite wird auf Deutsch gesagt beklaut. Lassen Sie das Handy ganz einfach mal im Safe. Anrufen wird Sie keiner, weil die Leute sowieso wissen, dass Sie im Urlaub sind. Ich glaube, eine Nachricht schreiben kann man auch abends noch vor dem Essen, wenn man aus der Dusche kommt. Jetzt haben Sie mal eine kleine kompakte Kamera mit dabei, ja, die Sie mal eben in der Idee. Hosentasche mitführen. Wo Sie mal einfach sagen, komm, ich mache mal eben ein paar Schnappschüsse oder wie auch immer. Die stellen Sie ganz einfach mal hin und jeder, der möchte, kann mal seine Fotos damit machen. In 4K-Qualität, übrigens auch mit einem entsprechenden Sony-Sensor, das auch bei schlechten Bildverhältnissen oder beim Urlaub an der Ostsee, bei leicht wechselhaften Wetterverhältnissen mal bei einem diesigen Tag oder sowas natürlich nochmal ganz andere Bilder gemacht werden können oder abends beim Essen, wenn die Beleuchtung ein bisschen schwummriger ist. All das ist möglich und wie gesagt, die Videofunktion ist natürlich auch noch da. Übrigens aktuell ein Riesentrend, speziell bei TikTok. Ich muss zugeben, ich habe TikTok schon lange nicht mehr angemacht, aber bei Teenagern muss das momentan der neueste Schrei sein. Wenn Sie also einen 16-, 17-Jährigen haben, der sagt, da muss ich echt mit in den Urlaub. Drücken Sie ihm so eine Kamera in die Hand und ich behaupte, die Reels werden wahrscheinlich nur so reinprasseln und die Follower, die kommen ganz von alleine. 16-facher Zoom, Leichtgewicht, ein stabiler Akku, locker 5 Stunden Foto- oder Videoaufnahmekapazität und das alles in einem kleinen, kompakten Gehäuse für keine 50 Euro. Also sowas hat man doch gerne mal im Urlaubsgepäck mit dabei, oder? Meinen Sie nicht? Vor allem in diesem schicken Gehäuse. Ne? Also mir gefällt die sehr, sehr gut. Also das ist nicht einfach nur eine Kamera, die Sie gerne mit dabei haben, weil sie so klein und kompakt ist und tatsächlich in die Hosentasche oder in die Brusttasche passt oder bei mir in meine kleine Ausgehtasche, meine Klatsch. Da würde die genauso reinpassen, weil die ja so schön flach auch gestaltet ist, aber vor allem auch sehr, sehr schön. Also gefällt mir sehr gut, liegt wunderbar in der Hand. Also ist einfach auch wirklich schön. Ein schönes Accessoire für den Urlaub. Der Preis ist schier unglaublich. Also wirklich für die Qualität 4K, Sie haben es gehört, unter 50 Euro, genauer gesagt 47,49 Euro. Das nehmen Sie ganz einfach jetzt mal mit für den nächsten Urlaub mit der Bestellnummer ZX8626 und der 569. Natürlich unbedingt die SD-Karte auch hier wieder dazu bestellen. Da haben wir auch wieder die passende direkt für Sie mitgebracht. 128 GB. Da finden schon einige Fotos Platz. Ja, mit Sicherheit. Also auch die 32 GB Speicherkarte, die wir eingangs für die erste Kamera kennengelernt haben, würde ohne weiteres ihren Platz finden. Aber bitte, gerade mit so einem digitalen Fotoapparat, auch mit Videos und so weiter in 4K-Qualität, da möchte man vielleicht doch noch ein bisschen mehr Speicherkapazität haben und Sie wollen nicht dreimal im Urlaub die Karte wechseln. Da sollen alle Urlaubsfotos ganz einfach drauf, deswegen die am besten gleich mitbestellen. 15 Euro ungerade ist ein hervorragender Preis dafür und sicherlich auch eine tolle Ergänzung für andere elektrische Geräte. Handy, Speichererweiterung, Dashcams beispielsweise, Überwachungskameras, all solche Geschichten, die brauchen alle diese Art von Speicher. Bitte immer auf die Class 10 achten, gerade bei Full HD, 4K und so weiter Auflösung ist das eine große Datenmenge, die muss vernünftig bearbeitet werden. Sie wollen schöne Bilder haben, lang anhalten und ich glaube, das ist damit definitiv gewährleistet. Die ZX4192 und die 569 ist die Artikelnummer für diese Speicherkarte. Und wir haben uns mal ein bisschen schlau gemacht. Wir sind natürlich hier auch in Urlaubsstimmung und Sie stecken uns da auch an mit Ihren Urlaubsplänen und wie fleißig Sie bestellen für Ihren nächsten Urlaub. Und da haben wir mal so ein bisschen geguckt, ja, was sind denn eigentlich gerade so die Reiseziele? Wir haben gesehen, Sehnsuchtsziele zum Träumen, da haben wir eine ganze eine Aufzählung hier auch. Auflistung auf Platz 1 beispielsweise Thailand. Unser Kollege war auch in Thailand unterwegs. Oder beispielsweise Marokko, weil märchenhafte Kultur- und Naturwunder lese ich da. Da habe ich auch schon zauberhafte Bilder gesehen. Sieht wirklich aus wie 1001 Nacht. Ne? Da gibt es auch schöne Märkte beispielsweise. Absolut. Und Marokko, das hat immer so eine Ähnlichkeit zu Marrakesch. Ich weiß, in Marrakesch, da spricht man beispielsweise Französisch.
Französisch. Und ich weiß, da kannst du auf den Märkten richtig schön handeln. Ja, das gehört dazu. Wenn du die Sprache sprichst. Ja, also, das ist natürlich immer so schwierig. Ne? Du willst ja, du weißt, das gehört dazu. Ne? Du siehst die Einheimischen da an den Märkten, wie sie um die Preise feilschen und sagen, ja, Bruder, ich gebe dir so und so viel, mach doch so und so viel. Nee, das nicht. Ja, das fällt einfach schwer, wenn man die Sprache nicht kann. Deswegen haben wir auch da nochmal den perfekten Urlaubsbegleiter für Sie, quasi einen Übersetzer. Was meinen Sie, wie viele Kamele wir für Rebecca bekommen würden? Mehr als 10, ja, ne? Was für Kanäle? Kamele. Kamele. Kennst du das nicht? Wenn du irgendwie, in solchen Ländern unterwegs bist und hast blonde Haare, bieten sie dir bei Kamele. Ehrlich? Ja, ja. Also auf der Kamelskala behaupte ich mindestens 15. Machen wir eine Kamelzucht an. Nein, du bleibst schön bei uns. Ja? Ja, es geht um die Sprache, es geht um die Kommunikation und die ist im Ausland mitunter dann wirklich mal etwas schwierig. Ich weiß nicht, wie ihr Französisch ist, wie ihr Englisch ist, vielleicht ein bisschen was in Schulenglisch hängen geblieben, Spanisch, Italienisch oder vielleicht auch mal ihr Thailändisch. Wir hatten das gerade, ein beliebtes Reiseziel. Ihr Portugiesisch oder ihr Chinesisch, das ist alles natürlich so eine Sache, wenn man in solchen Ländern reist, möchte man natürlich mal ein Stück weit auch mit den Einheimischen in Kontakt treten. Nur es ist gar nicht so einfach zu machen, wenn man die Sprache nicht wirklich beherrscht. Jetzt haben Sie hier einen universellen Echtzeitsprachübersetzer, der Ihnen genau in solchen Situationen behilflich ist. Das ist ein kleines, kompaktes Gerät und mit diesem kleinen, kompakten Gerät sind Sie in der Lage, 136 Sprachen zu übersetzen in Wort und Schrift übrigens. Das bedeutet, Sie können ganz einfach kommunizieren oder wenn Sie vielleicht mal irgendwo einen Text haben, den Sie gerne übersetzen möchten, den auch ganz einfach von diesem Gerät übersetzen lassen. Das neueste Gerät hat nochmal eine zusätzliche Funktion, denn das ist quasi nicht nur Ihr Sprachübersetzer, sondern gleichzeitig auch Ihr Reiseleiter, Ihr Reiseführer, Ihr, wie sagt man so schön im Englischen, Dictionary für all das, was eben im Urlaubsort interessant sein könnte, aber der Reihe nach. Fangen wir doch zunächst einmal an, ein bisschen was zu übersetzen. Nehmen wir mal an, Sie machen jetzt Urlaub auf Mallorca oder, oder irgendwo in Spanien, sind Sie unterwegs, ein sehr beliebtes Reiseziel, Barcelona beispielsweise, ist eine wunderschöne Stadt und Sie suchen ein besonderes Restaurant, ein besonderes Fischrestaurant von mir aus. Und Ihnen gegenüber steht ein Spanier. Okay. Ja, was heißt Fisch auf Spanisch? Im Italienischen würde man sagen Pesce oder sowas, ja? Da geht's schon los. Da fangen Sie an, ein Bildchen zu malen oder Ham Ham und so Scherze, ja? Das geht natürlich wesentlich besser. Und das testen wir jetzt ganz einfach mal. Ich lasse mir jetzt mal helfen von diesem kleinen Gerät, vom Deutschen ins Spanische. So. Guten Tag. Können Sie mir sagen, wo ich hier ein gutes Fischrestaurant finden kann? So, jetzt rechnet er und Achtung. Hola, me Hola. Puedes decir dónde puedo encontrar un buen restaurante de mariscos aquí? De marisco. De das marisco. Ist, glaube ich, Restaurante de marisco heißt wahrscheinlich Fischrestaurant, oder? Wollen wir einfach mal ganz banal rangehen. Moment, warte mal. Fisch. Habe ich genuschelt? Nochmal. Fisch. Was? Fisch. Das macht er gerade nicht. Wieso mal? Das ist... Ah, jetzt hat er Hammers. Und? Pethe. Wahrscheinlich zu einfach. Auf jeden Fall, wissen wir das jetzt. Und jetzt kann natürlich Ihr Gegenüber Ihnen auf Spanisch antworten, indem Sie ganz einfach hingehen und sagen, bitte drück da auf dieses blaue Knöpfchen. Auch das können Sie beispielsweise vorher im Spanischen übersetzen und es ganz einfach zeigen. Und schon bekommen Sie im Spanischen die Antwort quasi auf dem Silbertablett serviert und das Gerät übersetzt es Ihnen dann eben vom Spanischen ins Deutsche. Jetzt habe ich ja das große Glück, neben mir eine Dame sitzen zu haben, die Französisch spricht. Ja, wollen wir es mal auf Französisch einstellen? Allez. Moment, warte mal. So. Sie haben hier, und das ist das Schöne daran, 136 Sprachen. Da steht natürlich dabei, welche Sprache das ist, welches Land das ist. Sie haben aber auch eine entsprechende Landesfahne mit dabei. Ich muss es mal zu mir drehen, damit ich mal Französisch finde. So, warte mal. Was haben wir hier? Englisch, Französisch, ganz oben. Jetzt pass auf. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Was möchte ich denn von dir wissen? Was möchte ich denn von dir wissen? Moment. Ja. Wie spät ist es? Kann man das schon senden? Nein. So. Moment. Ja, frag mich. Hallo, schöne Frau. Aha. Würden Sie heute Abend einen Cocktail mit mir trinken gehen? Bonjour, Beauté. Tu veux venir prendre un cocktail avec moi ce soir? So, jetzt enttäuscht mich nicht.
Ouais, peut-être. Je vais prendre mes filles avec moi, d'accord? Ja, vielleicht nehme ich meine Mädchen mit, okay? Gut. Drück nochmal auf. Ja, vielleicht nehme ich meine Mädchen mit, okay? Meine Mädels, habe ich gesagt, also. Ach so. Sie hat Kinder? Meine Freundin, okay, warte. Nochmal. Das läuft hier in die ganz falsche Richtung, Freunde. Ouais, peut-être, mais je vais prendre mes copines avec moi, d'accord? Ja, vielleicht. Aber ich nehme meine Freunde mit, okay? So, besser? Ja, das ist okay. Das ist okay. Sie merken also, so sieht das aus. Und ich behaupte mal, wenn Sie irgendwo Urlaub in Frankreich, in Spanien, in China, in was weiß ich wo machen, ja, in Timbuktistan oder irgendwie sowas, und Sie kommen mit so einem Sprachübersetzer auf einen Einheimischen zu, und ich glaube, diese Kommunikation findet dann ganz einfach statt. Was glauben Sie, wie schnell das Eis gebrochen ist? Da gibt es keinen, da kommt der typische Touri in Sandalen oder sowas mit Kamera um den Hals. Das ist, man kommt als Fremder und geht als Freund, wenn man sich da entsprechend mit behelfen kann. Das geht bei banalen Dingen los. Sie kommen im Hotel an und wollen ein zweites Kissen haben. Formulieren Sie das mal im Spanischen, im Französischen, im Italienischen aus. Chinesisch. Ja, bitte? Ich hätte gerne ein anderes Kissen, bitte. Was? Das war Chinesisch. Schwierig. Geh mal her, das versuche ich jetzt mal. Nee. Das versuche ich. Moment. Jetzt versteht er kein Wort, ne? Sind aber nicht die einzigen Funktionen. Moment, machen wir was Einfaches. Machen wir was ganz Einfaches. Guten Tag. Ni hao, oder? Das ist Ciao. Was? Ciao ha. Guten Morgen. Ja, gar nicht so schlecht. Ich war verdammt nah dran, oder? Das ist eine Funktion von vielen, aber unser persönliches Highlight, wie Sie schon gemerkt haben, über 100 Sprachen sprechen wir damit und lernen wir damit auch in Vorbereitung auf eine Reise. Und den Reiseführer haben wir mit der KI sogar auch mit dabei. Das heißt, so wie Sie mit anderen Leuten hier sprechen können, können Sie auch mit einer künstlichen Intelligenz sprechen und sich da die besten Reisetipps holen. Ist genial und funktioniert wunderbar, gibt Ihnen ganze Tipps und Texte raus. Das ist Ihr Reiseführer für unterwegs und Ihr Übersetzer. Mit der Bestellnummer ZX5531 und der 569 bekommen Sie den direkt nach Hause geliefert. Also da stecken quasi so viele Personen drin, die Sie so gar nicht mitnehmen könnten als persönliche Übersetzer und Reiseführer. Einfach nur genial. Natürlich wollen wir, dass der auch gut geschützt ist im Urlaub. Ja. Du hast es eben gerade schon angesprochen. Hier ist überall Sand etc. Aber haben wir auch das richtige Zubehör dabei. Das machen wir jetzt mal quick and dirty. Es gibt also noch eine Mikrofasertasche, wo der Sprachübersetzer ohne weiteres reinkommt, mit so einer kleinen Zusatztasche noch, wo man beispielsweise mal so eine Hotelkarte, ein bisschen Kleingeld oder ein bisschen Schnickschnack unterbringen kann. Das Punkt Nummer eins. Und dann haben wir natürlich auch noch das passende Netzteil zum Aufladen. Das Gerät wird Ihnen viele Stunden zur Verfügung stehen. Irgendwann ist der beste Akku leer, deswegen gleich das Netzteil mit dazu bestellen. Aber gerade diese KI-Funktion würde ich ganz gerne nochmal. Mir ist ein bisschen die Zeit weggelaufen, verzeihen Sie mir das, vor lauter guten Tag auf Chinesisch. Jetzt bist du auf Mallorca und möchtest ganz einfach mal wissen, wie viele Sehenswürdigkeiten oder sowas gibt es denn da? Oder was für Sehenswürdigkeiten gibt es? Dann fragst du einfach deine KI. Was für Sehenswürdigkeiten gibt es auf der Insel Mallorca? So, und jetzt fängt er an zu rechnen. Jetzt kommt der Reiseführer in dem raus. Jetzt schaltet der um von Übersetzer auf Reiseführer. Und Bombs, haben Sie die entsprechenden Informationen griffbereit? Das sind natürlich eine ganze Menge. So haben wir beispielsweise, es gibt Cap Formentor, wäre interessant. Mhm. Es gibt die Tropfsteinhöhlen. Es wäre natürlich auch Palma hier sehr interessant, die Landeshauptstadt mit der entsprechenden Kathedrale und. Das heißt, diese ganzen Informationen, die man normalerweise umständlich mit Händen und Füßen oder aus irgendeinem Buch oder was heraussuchen würde oder bei Google im Vorfeld zur Reise, können Sie sich komplett sparen. Nehmen Sie den ganz einfach mit, legen Sie den mal irgendwo hin. Und wenn Sie was Besonderes wissen wollen, auch Öffnungszeiten beispielsweise. Mhm. Haben die überhaupt auf? Wann machen die morgens auf? Gibt's
da was zu essen, ja oder nein? All diese Informationen weiß natürlich ChatGPT bzw. die künstliche Intelligenz. Und auch wenn da irgendwo mal ein geschriebenes Wort steht, was Sie gerne mal übersetzen möchten, alles überhaupt kein Thema. Auch das kann er. Für mich persönlich ist das genauso wichtig wie der Reisepass oder von mir aus auch mal die Aspirin für den nächsten Morgen nach einem schönen Abend an der Hotelbar. Den auf jeden Fall mit dazu bestellen und Sie werden ganz anders im Urlaub kommunizieren. Kleiner Tipp, fragen Sie den mal nach Geheimtipps von Ihrer nächsten Destination. Oh ja. Da kommen auch sehr, sehr gute Sachen bei zustande. Also das, die wunderbare Ausstattung für Ihren nächsten Urlaub. Ja. Denken Sie auch daran, Kameras mitzubestellen. Hier haben wir zwei verschiedene. Für die ganze Familie ein großer Spaß.